Ja, schön, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play. Weiß ob soweit. Und ich mache jetzt mehr oder weniger so eine Testaufnahme. Das heißt, also, ich werde hier mehr in dieser Folge random unterwegs sein und nicht da, wo ich hin wollte. Warum? Ja, es gab da ein paar Schwierigkeiten. Plötzlich hatte Magic gesagt, ja, du musst das mal so richtig einstellen, dass. Deswegen, ja, das Video und der Export, die sind nicht übereinstimmt. Bla bla bla. Schau mal nach, was ist. Korrigier das. Ach ja, wenn du es auf HD haben willst, musst du es immer wieder einstellen. Und ich denke mir, what the fuck? Wieso auf einmal das? Oh, er friert sich den Arsch ab. Weil vorher war da nicht so gewesen. Ich habe es so einmal eingestellt. Dass er mal das HD macht. Und auf einmal kommt hier die Meldung. Ich verstehe es nicht. Das ist für mich. Und das ist immer, wenn ich eine fucking Update hinter mir habe. Dann habe ich das immer. Dass da irgendwelche Probleme gibt. Entweder ist der Ingame-Sound weg. Oder wie gesagt, bei, dass aus irgendeinem abgefuckten Grund, also, ja, nervt nicht, Leute. Ich glaube, ich muss euch platt machen, weil ihr sonst mich nicht in Ruhe lassen würdet. Aber ich möchte das hier nicht gerne benutzen, meine ich. Der Hammer ist zwar der schwächste, aber das Problem bei denen ist, der ist schwer und langsam. Du weißt, dass du eigentlich ein Skelett bist und deswegen. Oh. Oh, was? Ehrlich? Was bist du, Rollbraten? Okay. Ich bin ihnen zu nahe gekommen. Ja, danke, dass ihr mir so auf den Sack geht. Und deswegen mir der eine Octorok mit Rubin abgehauen ist. Okay, irgendjemand hat hier noch seinen Schädel. Parade der kopflosen Skelette? Ja, jetzt klappt sich um den Kopf. Ja, Leute. Wo ist der Kopf? Ich muss die zerstören. Ich fasse es nicht, Link. Du hast das verdammte Ding vor dir gehabt und du verfilzt es. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Na, endlich. Also manchmal. Was ist jetzt los? Das ist doch für. Wie? Was? Link, würdest du mal. Oh. Ist der irgendwie so dumm im Kopf oder was? Würdest du mal. Würdest du mal bitte, denke ich, mal den Kopf zerstören?
Du Stück Scheiße von einer Fledermaus, ey. Aber was war das? Das war die reinsten Totentanzparade. Da liefen sie die ganze Zeit so umher, obwohl ich dachte, oh, ich hätte sie getötet. Oder auch, oh, da ist ja noch ein Kollege von uns. Ja, dann marschieren wir mal kopflos dahin. Das ist nervig, wenn die... Ja. Es ist so nervig, dass Link die verfehlt. Und ich meine, da schlägt er zu. Und wo haut er hin? Überall hin, aber nicht da, um den Kopf zu zerstören. Ich wollte ja auch deswegen erstmal vernichten. Oh, ein Bogen. Ich würde sie auch deswegen auch vernichten, weil... Okay. So. Weil hätte ich nämlich eine Bombe geworfen zu den Schatz-Octorokt, hätten die nämlich gescheckt, dass ich keiner von denen bin. Und hätten da mich als so oder so angegriffen. Aber wenn ich nicht irre, waren das doch drei Schatzkisten. Eine Schatzkiste war es da auch. Oh, ach da. Also war da halt dieser Schatz-Octorok, der mir entkommen ist. Oh, ich glaube, ich sollte mich mal wieder nach dem Mond sehen. Hm, da ist doch vier. Okay. Ach, da läuft doch einer rum. Oh mein Gott, was trinken? Da es eigentlich heiß ist, sollte man auch viel trinken. Da man nicht dreht. Ihr wisst ja, was ich meine, hoffentlich. Nein. Ach ja, ich habe jetzt ja auch Sandmill, also ich habe es beschlossen, jetzt auch mit die Sandmills zu aktualisieren. Auch bei Breath of the Wild. Halt passend machen. Ich bin zwar stolz auf das, also auf die Sandmill. Mit dem Masterschwert und mit der Prinzessin-Inzien drauf. Aber es... es ist leider doch nichts sagen. Ich meine, nichts sagen, es sagt ja nichts aus, was in der Folge passiert. Und deswegen wollte ich es eigentlich auch so machen. Na du. Tschüss, Dude. Oh, Feuerpfeile. Also wollte ich es eigentlich jetzt auch so machen, dass ich auch so Schlüsselszenen in der Sattel mit einbaue. Also das ist jetzt mein Plan. Ob ich es auch jetzt durchziehen werde, ach, das kann ich jetzt nicht sagen. Kann sein, dass ich es wieder vergesse. Das kann nämlich sehr schnell passieren. Und so. Ich meine, man hat viele Ideen im Kopf, aber man kommt auch manchmal nicht dazu, sie alle umzusetzen. Also kein Fall. Ach hier. Okay. Die Todesparade habe ich aufgenommen. Die kopflose Skelettparade. Ja. Das ist immer so eine Sache mit Magic, so.
Oh, ach so, du bist elektrisierend. Okay, dann kann ich dich knapp machen. Auch nicht. Und zack. Jetzt bist du Geschichte. Also Subway herzustellen ist gar nicht so schwer. Ach ja. Ja, irgendwie bin ich jetzt wieder ein bisschen neben der Spur. Wieder mal. Nein. Ach so, tja, was soll ich jetzt sagen? Naja. Mit Magic ist das so eine Sache, da hat es wieder so Probleme, eher aus irgendeinem abgefuckten Grund, dass wenn ich halt so Einblendung mache, also so Anmerkungen hinschreibe und so, dass da irgendwie das nicht so hinhaut. Also, dass immer jedes Mal, wenn ich das mal korrigieren will, erstmal wieder alles weg ist. Also weg von den, die Vorlage. Die Vorlage ist plötzlich nicht mehr da. Also mit Vorlage ist halt da, welche Schriftart ich nutze, also benutze. Damit ist in der Vorlage gemeint. So, und wenn ich halt das mal, da gibt es ja auch so eine Art Beispieltext. Text, und wenn ich das dann so wegklicke, um halt einen neuen Text dazu, mal meinen Text, ja, dann ist das so, dass dann plötzlich alles wieder weg ist und ich es wieder rausholen muss. Also Motto, das, was ich gerade eigentlich nie zu bearbeiten habe, das hat sich wieder, ja, zurückversetzt. Das ist es, was es eigentlich beschreibt. Es setzt sich einfach wieder zurück und ich darf es wieder rausholen. Und ich weiß nicht, was das soll. Da stehe ich da und denke mir, was soll diese verdammte Scheiße schon wieder? Warum, Magic? Warum? Und dann habe ich es auch festgestellt, dass irgendwie der Sound dann irgendwie zu leise war, dass man von Ingames halt überhaupt gar nichts gehört hat. So, und meine Stimme wieder zu laut war, ist mir noch nie aufgefallen, so. Wenn es schon eigentlich vorher der Fall war, sorry Leute, ich gebe wirklich mein Bestes hier mit den, hier gute Qualitäten zu liefern, aber ich muss leider auch sagen, ich habe da irgendwie kein Gehör, was am besten klingt. Obwohl ich sagen kann, ja, das wird sich andere auch anhören, so. Da habe ich echt kein Händchen dafür. So. Alles klar, Leute, dann würde ich jetzt mal den Partner beenden, weil ich will sehen, ob alles gut funktioniert hat, so mit der Aufnahme und mit der Qualität und all das. Also, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo, bla bla bla. Oder geht einfach auf die Videos, die hier eingeblendet oder Playlist, whatever. Das ist hier mal der Nähe.